Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Clash of Kings Drachenkampf Saison 7 zwischen den Allianzen DEU aus dem Königreich 491 und der Allianz 2EZ aus dem Königreich 425. Wir sehen hier schon Doi mit knapp 700 Punkten zu 227 Punkten für 2EZ. Anzahl der Vernichtungen auch mehr. Schauen wir uns mal hier Kampfrekorde an. Wir sehen hier Solangriff auf die Kristallmine von Sammy auf Woodsford. Prozente um einiges besser, HP-Werte um einiges besser. Offensivschaden gegen Defensivschaden leicht besser. Gucken wir mal hier. Mama Kung, Ministerpräsident von 491, 731 Millionen Power, 3,7G Kills. Hier haben wir Sammy von Doi, 450 Millionen Power, 3,4G Kills. Zwei EZ. Ei. 488 Millionen Power, 855 Millionen Kills. Tommy von Doi, 268 Millionen Power, 948 Millionen Kills. Woodsford, 125 Millionen Power, 496 Millionen Kills. Zwei EZ macht einen super Versammlungsangriff auf den Vorratspunkt von Queenie. Da sind 2,8 Millionen Truppen drin. In der Rallye. Hier haben wir noch einen 3,3 Millionen super Versammlungsangriff auf die Waffenkammer. Hier sehen wir eine erfolgreiche Eroberung. Ja, HP deutlich im Vorteil des Angreifers. Gucken wir uns an, was für Truppen gesendet wurden. T12 Infanterie, T12 Kavallerie. Interessant, dass der Rallye-Leader keine T13 Truppen mitten im Marsch packt. Die Enhancements in der Gebetshalle des Verteidigers nicht so berauschen, zumindest bei den T13. Ja, die T13 sehr, sehr schwach erweitert in der Gebetshalle.
3,1 Millionen Rallye. Jetzt ist die Super Rallye voll. Und eingenommen. Infanterie-Gesundheitsbonus ein bisschen besser, Infanterie-Verteidigung besser, Kavallerie-Angriffsbonus besser. Offensiv- und Defensivschaden ungefähr gleich, wobei beim Verteidiger die Defensivschadenreduzierung besser ist. .208 Punkte für DOI und 434 Punkte für 2EZ. Man sieht es auf der Karte, fast alle Gebäude durch Rot besetzt, durch DOI. Hier haben wir auch noch mal eine normale Rallye auf den Drachenturm. Ja. Mama Kung, 505 HP, Infanterie. Richtig gut. .201% Offensivschaden. Schauen wir uns noch einen super Versammlungsangriff auf eine Burg an. 34 Millionen Power verloren gegen 128 Millionen Power verloren. Stats deutlich besser. Besseren Angriff, bessere HP. Offensivschaden sehr, sehr hoch. Mixed Marsch aus Infanterie, Lagerungswaffen, Kavallerie, paar Bogenschützen. Haben ordentlich gekillt. Trotz Verstärkung waren die Verluste extrem hoch. Eine 4,6 Millionen Rallye killen 17 Millionen Soldaten. Ein
Doi hat mittlerweile 4567 Punkte und 2 EZ 1711. Also Doi wird die Runde deutlich gewinnen. 5 Minuten noch und Doi führt deutlich mit über 5000 Punkten. Man sieht es hier auch, 23 Angriffe, 18 bei 2 EZ, besetzte Gebäude 78 bei Doi und 34 bei 2 EZ, 404 Millionen Kills auf der Seite von Doi und 287 auf der Seite von 2 EZ. Deutliche Niederlage hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Ciao, ciao.